Saisonauftakt beim Berliner Ruderclub. Traditionell werden zu diesem Anlass die neuen Vereinsboote getauft. 6 sind es in diesem Jahr. Traditionell auch die Athletenverpflichtungen der Nachwuchs- und Kadersportler. Und natürlich hat beim BRC auch die Anwesenheit der Leistungsträger längst Tradition. Mit dem Doppel-Olympiasieger Karl Schulze ist ein BRC-Topstar zum Anrudern gekommen und der durfte bei dieser Gelegenheit gleich den neuen Einer von Nachwuchshoffnung Moritz Wolf taufen. Schulze selbst legt 2017 ein Pausenjahr ein, wie auch andere BRC-Spitzenruderer. Doch die übrigen Vereinskameraden werden schon für die Medaillen sorgen. Da ist sich der 29-Jährige sicher. Ich denke, wir haben ganz gute Vertreter am Start, wie gesagt, gerade gegen Moritz in dem Lauf, der sich jetzt für die Europameisterschaft der Junioren, also U19, vorbereiten kann und schon dafür qualifiziert ist. Und auch im Männerbereich werden wir mit Anton Braun Richtung Weltmeisterschaften vertreten sein und ja, mal gucken, was die Saison jetzt noch so bringt. Bevor es aufs Wasser geht, müssen die Sportler aber erst noch die sogenannten Athletenverpflichtungen unterschreiben. Was es damit auf sich hat, weiß Tim Sprenger. Also man verpflichtet sich quasi, immer zum Training zu kommen, alles zu geben für den Sport, was wir ja natürlich auch hier jeden Tag, jede Woche machen. Und dazu verpflichtet man sich nochmal obligatorisch. Dann ist es endlich soweit, es kann gerudert werden. Mit Spannung erwartet die Kampfansage von Junioren-Vize-Weltmeister Moritz Wolf an sein Vorbild Karl Schulze im Einer. Der Nachwuchsstar hat im Winter immerhin 2 Weltrekorde am Ergometer aufgestellt und rechnet sich hier einiges aus. Das wird ein knappes Rennen und ich werde mal mein Bestes geben, um mal einen überzuziehen. Am Ende hat der Olympiasieger aber doch noch knapp die Nase vorn. Man darf gespannt sein, wie lange noch. Natürlich kommen auch die anderen Bootsklassen noch zu ihren Regatten. Im Mittelpunkt steht aber überall der Spaß am Rudersport. Und der fängt 2017 jetzt erst wieder richtig an.